So, liebe Leute, es wird mal wieder Zeit für ein neues Video. Und zwar habe ich mal so eine ganze Videoreihe hier vor über ein Thema, das Studenten immer fürchterlich quält. Und zwar über dieses Thema Äquivalenzrelation. Ich mache das jetzt ein bisschen anders, wie es diese Professoren oder Dozenten immer machen. Die meisten fangen immer an, 1-1 und jetzt waren ein, drei Definitionen um die Ohren geschmissen. Es geht in medias res, man versteht überhaupt nichts und es fehlen auch die Beispiele und vor allem die Motivation. Deshalb mache ich immer 1-0. Warum solche Äquivalenzrelationen? Gucken wir uns das mal an. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Wie ihr seht, hier haben wir eine Menge von Zahlen. Meistens hat man es mit Zahlen in der Mathematik. Es gibt auch andere solche Objekte wie geometrische Objekte. Ich fange mit Zahlen an. Wir haben die Menge z normal, machen wir hier zwei Striche hin. Lasst euch nicht irritieren, das sind die ganzen Zahlen, da ist aber auch die 0 und die Negativen dabei. Wenn ihr jetzt links und rechts schaut, wird jeder sagen, auch wenn er jetzt kein Mathelehrer ist vom Beruf, ja, oder Dozent irgendwo, ja, die da schauen alle irgendwie gerade aus und die da alle ungerade. Und dann haben wir eigentlich schon mal so ein einfaches Beispiel einer Äquivalenzklassenunterteilung hier. Was ist das? Warum interessieren die Mathematiker das so? Wir tun praktisch gegebene Objekte in Schubladen verteilen. Ja, jede ist eine sogenannte Äquivalenzklasse. Wie macht man die Kurzschreibweise? Hier schreibt man 2z oft hin. Ja? Das bedeutet, wenn er jede ganze Zahl mal 2 nimmt, kommen nicht alle wieder heraus, sondern nur eben die Geraden. Wie kriegt man die Ungeraden? Klar, zu den Geraden. 1 dazu. Und jetzt haben wir eigentlich das schon. Das Wesentliche ist, dass keine Zahl in beiden gleichzeitig drin sein kann. Ist bei diesem banalen Beispiel eigentlich völlig klar, eine Zahl kann entweder gerade sein oder ungerade. Beides geht nicht. Schauen wir mal weiter. So, wie sieht die Äquivalenz jetzt aus? Irgendeine Beziehung gibt es da, die die ganzen Zahlen, die gerade sind, zusammenhält und auch die ungeraden. Das schaut jetzt gar nicht so leicht aus. Ich gebe das gleich mal vor. Die Differenz sollte hier immer gerade sein. Gell? Gerade Zahl minus gerade bleibt gerade, aber ungerade minus ungerade bleibt ungerade. Bleibt auch gerade, gell? Aber ungerade minus gerade, das gibt immer niemals was Grades. Also, ich schreibe es mal hin, wie das der Mathematiker schön kurz formuliert. Zieht man die beiden Zahlen voneinander ab und es kommt was Gerades heraus, das deute ich mit dem 2z an, da kann 2, 4, 6, dann haben die eine gewisse Beziehung. Und jetzt spricht man hier von einer Äquivalenz, ihr kennt es nur von Termen, zwei Terme waren immer äquivalent, wenn sie gleich sind, für alle Zahlen, die man da für x einsetzt. Also die stehen hier in Beziehung damit, wenn man ihre Differenz bildet und sie ist gerade. Das erfüllen die Ungeraden für x und y, aber auch die Geraden, gehören die beiden zu einer Äquivalenzklasse. Jetzt dürft ihr mal die grauen Zellen anstrengen. Hier stehen wieder alle Zahlen, z. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Äquivalenzen gibt es, wenn man durch 3 teilt. Ihr seht hier schon so merkwürdig in 3 so Felder unterteilt. Aha, hier gibt es wahrscheinlich 3. Was ist das hier? 3 einmal 1, jetzt heißt es halt nicht 2z, sondern 3z. Könnt man überlegen, was hier steht, wenn man zu jeder dieser Zahlen eine dazu zählen. 1, hier 4, hier 10, kriegen wir hier 13 plus 1. Und der Grund, warum es noch eine gibt, ist halt, ja, was kann als Divisionsrest, wenn man durch 3 teilt rauskommen? 1, aber auch 2. Wenn 3 als Divisionsrest rauskommt, hat er einmal die 3 zu wenig genommen. Ja? Also hier kann man das Ganze wieder mal, das könnte man durch 5, durch 6, durch 7 alles mal ausprobieren. Dann schauen wir mal nochmal zu dem Beispiel von dem durch 2 teilbar vorhin, gerade, ungerade. Hier nochmal ein paar Beispiele. Die sind natürlich in dem Sinne äquivalent. Ihre Differenz geht durch 2. Die sind ja auch beide gerade. Dagegen hier. Gerade, ungerade, die Differenz 33 minus 14, ja, ist nicht mehr gerade.
Und damit gehören die beiden auf verschiedenen Äquivalenzklassen da an, die beiden. So, da haben wir noch das hier. Das gilt auch für negative Zahlen. Da rechnen wir 31 minus minus 1, das ist plus 1. Das ist ungerade minus ungerade. Auch was Gerades heraus. So, jetzt wollen wir mal schauen, das Wesentliche. Was macht eine Äquivalenzrelation? Also zwei Dinge. Bei uns waren es mit der Menge der ganzen Zahlen. Ja. Die vereint Elemente, Zahlen, geometrische Objekte, das können Vierecke, Vektoren sein, ja. Und zwar vereint welche, sie haben eine gewisse Beziehung. Und jetzt was ganz Wesentliches, du hast es rot gemacht, im Blutrot, das sind disjunkte Teilmengen, gerade und ungerade. Eine Zahl kann nicht beides sein. Und genauso bei der Teilbarkeit durch 3, da kommt als Rest bei der Division durch 3 0, 1 oder 2 raus. Das heißt, es gibt Schubladen und man kann nicht ein Objekt in zwei Schubladen schmeißen. Ist ganz gut. Ha, jetzt komme ich mal zur Geometrie. Was ist ein Vektor? Da beißen sich viele die Zähne aus. Ja. Was ist das? Hier haben wir mal ein paar. Das ist eigentlich eine Äquivalenzklasse. Jeder sagt, ja, gut, die da schauen recht ähnlich aus, sind auch schon schön eingefärbt, blau. Was haben denn die gemeinsam? Die sind parallel, gleich lang, selbe Richtung. Ein Vektor ist eigentlich nicht so ein einzelner Pfeil, sondern alle parallel gleichen. Zu meiner Zeit hat man das noch als Verschiebung kennengelernt. Da war das, sofern ich ein Objekt im Raum nur verschiebe, es aber nicht wie so eine Knete auseinanderziehe, müsste in jedem Punkt die Verschiebung die gleiche sein. Dann bleibt das Objekt in seiner gleichen Form. So, jetzt schauen wir mal, ja. Irgendwie, ja, ich habe da schon ein bisschen mehr hineininterpretiert. Also die Beziehung zwischen diesen Vektoren lautet eigentlich parallel gleich. Das bedeutet parallel, das seht ihr hier, gleich lang. Und auch noch die Richtung, gell? Da ist man sehr streng, die könnte so rumgehen. Lassen wir doch mal das gleich lang weg. Welche Vektoren kämen dann noch dazu zu den zwei blauen? Welche Pfeile? Richtig? Die beiden, die hier. Wenn ich das aufhebe mit dem gleich lang, ich könnte sogar die Richtung lassen, nur parallel selbe Richtung, erfüllen die vier. Dann wären die eine Äquivalenzklasse. Also, der da gehört aber bei parallel gleich und auch bei parallel und selbe Richtung nicht dazu. Ja, das sieht man sofort. Gibt es natürlich viele so Pfeile und Vektoren im Raum. Was bedeutet es also, ne? Wir schauen hier mal an. Ich habe das mal gezeichnet wie bei den Zahlen. Wir haben hier Objekte. So, und alle, ihr seht, die Pfeile sind alle parallel gleich lang, selbe Richtung, die da auch. Und da habe ich jetzt angedeutet, Punkt, 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 ja, denn euch ist klar, es gibt unendlich viele. Ich kann viel kleinere nehmen, viel größere, die in ganz verschiedene Richtungen zeigen. Das macht dem Studenten große Probleme. Hier wird ein Objekt definiert, man nennt immer eines den Repräsentant, kommt von vertreten. Der eine vertritt die Klasse, die Äquivalenzklasse hier. Der andere vertritt eine andere Klasse hier. Es reicht aber, das Schöne ist, da einen rauszunehmen. Und ich kann jetzt von irgendeinem Punkt, der sich hier herumtreibt, wieder diesen Pfeil zeichnen. Hier wieder. Alle zu den, ja, parallel gleichen. Das ist ein Vektor. Das ist immer sehr leicht verwechselt. Ihr kennt es auch bei Brüchen, sofern sie in der Darstellung mit Zähler und Nenner sind. Da gibt es auch ein Halb ist dasselbe wie 3/6, wie 2/4, wie 4/8. Gemeinsam ist allen, dass sie den Wert ein Halb haben. Das ist auch eine Äquivalenzklasse, genauso wie hier. Ja? Ich hoffe mal, dass genügend, ja, Vorbereitung jetzt war. Hier seht ihr nochmal all zum blauen Pfeil parallel gleich, dass ihr keine weiteren Erklärungen mehr braucht. Ja, und bewertet mich ruhig, wenn ihr Fragen habt, stellt die einfach, tut euch da. Man tut sich nichts Gutes, wenn man hier einfach nicht mal fragt, ja, denjenigen, der das Video dreht. Also fragt einfach mal, es gibt wirklich keine dummen Fragen. Jede Frage hat hier seine Berechtigung. Ich hoffe, ich kann sie dann auch beantworten. Und demnächst werden wir die Definition einer Äquivalenzklasse wirklich sehen. Und was eine ist und was nicht. Tschüss!